Die Kriegsmaschinen sind da. Für alle Spieler, auch ab der Season 3, sind die Kriegsmaschinen für alle da. Wir gehen in diesem Video alles durch. Wenn du wissen willst, wie das Ganze funktioniert, bleib dran. Und ich würde auch sagen, wir gehen auch gleich mal hier rein in das Spiel. Ich habe den ganzen Tag die Füße stillgehalten. Ja, ich habe nichts gemacht. Und wir gehen das jetzt Stück für Stück durch. Okay? Die Kriegsmaschinen. Du weißt, für die Kriegsmaschinen braucht ihr Items. Ja, diese Items bekommt ihr derzeit beim Event die ultimative Waffe. Hier bekommt ihr zum Beispiel den Pinsel, der natürlich die Holzplanke, sehr wichtig, und die ganzen Teile zum Montieren. Dieses Werkzeug, Expertenzange, ist dafür da, also es ist so das Ticket zum Anfunken. Dieses Event ist dafür da, um eure Kriegsmaschine aufzuwerten. Und natürlich gibt es noch ein anderes Event, und zwar Beharrlichkeit zahlt sich aus. Auch hier bekommst du Teile, auch hier bekommst du die Zange, womit du die Kriegsmaschinen beschwören kannst. Und diese Events, weiß ich nicht, ich denke mal, die wiederholen sich. Ich weiß definitiv, dass es bis jetzt oder es wird noch keine Kaufangebote geben für diese Zange, also ne, für die Tickets. Und wir müssen einfach mal abwarten, was nach diesen Tagen passiert. Ob das mit in die Überlebensherausforderung kommt, die tägliche, weil du kriegst ja da auch die täglichen Rekrutenausrüstungen. Aber egal, das ist Zukunftsmusik. Wir gehen jetzt erstmal zu Verwalten. Wenn ihr beschwört, ja, und ihr kriegt, egal was für eine Kriegsmaschine oder Kriegswagen, behaltet die. Weil ihr wisst, bei den Überlebenden, ne, bei den Survivors, wenn du das Sterne-Level auflevelst, erhöht sich immer der globale Buff. So ist es auch hier. Ich werde jetzt montieren. Und zwar werde ich nicht hier montieren, weil ich habe keinen Ezekiel, ne? Ich habe Yumiko nicht, also die ganzen Kaufhelden, die habe ich nicht. Wir können aber mal gratis montieren und ich kriege für Scharfschützen die Gewehrkiste XL. Okay, gut. Dabei muss natürlich unterschieden werden, hast du eine Kriegsmaschine speziell für die Helden oder hast du eine Kriegsmaschine, die global für deine Formation gilt. Dann gehen wir mal zur Expertenmontieren. Und zwar haben wir hier auch einmal eine Gratisbeschwörung. Ah, hier. Unbesiegbarkeit, Schildsammlung. Diese Waffe funktioniert in jeder Formation. Ja, also Scharfschützenlebenspunkte plus 5% ist der globale Buff. Wir gehen jetzt auch mal in die Gratisbeschwörung rein. 10-mal montieren können wir machen. So. Okay, blau, 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 grün, grün und 2 Teile. Okay. Wie auch Helden brauchst du bei den Kriegsmaschinen XPs, um diese Maschine aufzuleveln. Die bekommst du, wie gesagt, bei den Events, aber auch hier. Ja, ihr seht, ich habe 2x10 WXP, War Machine XP, bekommen. Und die nutzt ihr, um das Fahrzeug aufzuleveln. Ja? Wir können nochmal gratis montieren. Okay, ich benötige für meine F1 die Whisperers. Ja? Ich brauche eine Kriegsmaschine für die Whisperers, also gehe ich hier in die Mitte rein. Also ich würde euch empfehlen, nicht zuerst Experte montieren 2 zu nehmen, sondern die Free-to-Play-Spieler oder die wenig Geld ausgeben, geht hier rein. Ich mache das jetzt mal 6-mal. Mal gucken. Speerwerfer. Dann bekommen wir, okay. Schrott, Schrott. Liebesdreieck-Waffe. Liebesdreieck habe ich, ja. Das heißt, die kann ich für Abraham, Holly und Rosita nutzen, ne, für die Formation. Das ist schon mal sehr gut. Und hier ist es wie mit den Helden. Sammelst du jetzt 3-4 Stück von derselben, ne, also von derselben Sorte, ne, wenn du jetzt 4-mal die Liebesdreieckswaffe ziehst, kannst du die mit den Teilen, ne, die du gezogen hast, aufwerten. Okay, also wir haben sie einmal bekommen. Ein paar XPs. Okay, das war jetzt nicht so erfolgreich. Wir können uns das ja mal anschauen. Und zwar gehen wir nochmal auf Verwalten. Hier verwaltest du deine ganzen Teile, die du bekommen hast. Wir können das jetzt auch nochmal durchgehen. Und zwar gehen wir mal Unbesiegbarkeit, Schild, Sammlung. So, und die Ausrüstung, was hier jetzt grün leuchtet, das kannst du immer nur für diese eine Kriegsmaschine herrichten. Ja, du kannst auf das Plus raufklicken, kannst es jetzt schmieden. Ich werde das jetzt aber nicht schmieden, weil ich will ja die Kriegsmaschine für Alpha, Beta und Lydia haben. Also hebe ich sie mir auf. Und genau, was meinte ich vorhin mit denen, wenn du das doppelt erhältst? Ne, wie bei den Helden, diese Fragmente, ne, wenn du welche sammelst, kannst du hier auf das Plus klicken. Die kannst du dann befördern. Also, wenn du mehrere davon hast, ist nicht umsonst. Du kannst sie befördern und durch das Befördern steigerst du den globalen Buff. Wie bei den Helden. Ja? Stellt euch das wirklich so vor, als wenn ihr Helden habt. Ja? Eure Kriegsmaschine ist der Held, das grüne Plus. Ne? Die Ausrüstung ist halt die Ausrüstung vom Survival. Hier sind das die Teile für den Wagen. Und aufleveln tut ihr das mit XPs. Ja, die XPs kriegst du bei den Events oder auch beim Beschwören, wie ihr eben gesehen habt. Und das ist genau das Gleiche. Ja?
Und wenn ihr zu viel von einer Sorte habt, ja, dann befördert die, indem ihr hier auf das Plus klickt und befördern tut. Und damit erhöht sich der globale Buff. Ja, also wenn du richtig viele Kriegsmaschinen hast, du hast richtig viele Teile und ja, dann bietet sich das an, ne, alles zu befördern. Okay, also wenn du jetzt nicht das bekommst, was du erhalten möchtest, ne, ich habe jetzt zum Beispiel für die Whisperers nichts bekommen. Ja, ich habe keine Kriegsmaschine für die Whisperers bekommen. Nur die Liebes, das Liebesdreieck hat jetzt hier die Waffe erhalten. Die könnte ich schon aufleveln. Mache ich das? Ja, komm. Wir leveln die mal auf. 1, 2, 3. Genau, zum Aufleveln. Die Kämpferorden bei den Helden ist hier die kleine Werkzeugkiste, die ihr hier seht, ne, wo ich 168 Stück habe. Okay, machen wir. So, gehen wir weiter. 7, 8, 9, nochmal. Komm, wir leveln die mal on top auf. Okay, geht nicht mehr. Jetzt machen wir die Teile, also die Ausrüstung. Wir schmieden einmal den Holzwagen. Angriff der Formation. Ne, 1% haben wir jetzt bekommen. Wahnsinn. So, dann machen wir das Holzrad. Und natürlich auch den Esel. Zack. So, bestätigen. Okay. Ihr könnt diese Teile könnt ihr nicht rausnehmen wie bei den Ausrüstungen der Helden. Ja? Wenn ihr dieses einmal geschmiedet habt hier, bleibt es auch hier drin. Und wie bei der Ausrüstung bei den Helden kannst du die Teile aufwerten. Und zwar bis Level 50. Das machen wir jetzt hier mal mit dem Angriff. Zack, zack, zack. So, gut. Angriff der Formation ist jetzt bei 8%. Das ist schon mal ordentlich. Und ihr braucht dafür diese Holzplanke und natürlich immer diese, ja, die Blaupausen. Ja, wie gesagt, die bekommt ihr bei den Events, was ich euch gezeigt habe. Oder halt beim Anfunken. Okay, gut. Wir können ja mal in meine Formation gehen, wo das Liebesdreieck drin ist. Na, jetzt gehe ich schon auf den Platz hier hoch. So. Gut, rüsten die Waffe aus. Ne, da ist sie, Level 14. Liebesdreieck anwenden. Und wenn wir jetzt nochmal raufklicken, sehen wir, oh, ich habe Angriff der Formation on top, was sie jetzt zusätzlich schon haben, 22%. Eine Verteidigung von 15% und Lebenspunkte auch nochmal von 15%. Und ihr dürft nicht vergessen, dadurch, dass Rosita, Holly und Abram in dieser Formation drin sind, bekomme ich zusätzlich zu diesem Buff da oben auch nochmal die Fähigkeiten. Ja? Verwundetenrate aktuell bei 10% und es besteht jetzt, weil ich das ausgerüstet habe, eine Chance von 60%, zwei feindlichen Teams 10% Schaden zuzufügen. Ja? So, Leute. Jetzt gibt es aber auch Kriegsmaschinen, die sind nicht speziell auf Helden ausgerichtet. Wir können uns ja mal eine Kriegsmaschine aussuchen, zum Beispiel das Kriegshorn. Ja? Wenn du jetzt anfunkst und du kriegst nichts für deine Helden, hast aber hier dieses Nashorn oder das Kriegshorn, Nashorn, dann kannst du auch dieses Nashorn aufwerten. Es ist auch für die Nahkämpfer gedacht. Das heißt, das Nashorn kannst du nehmen, um zum Beispiel deine Nahkämpfer in der Formation ein bisschen aufzuwerten. Und jetzt kommt das, man muss sich überlegen, wenn du jetzt ganz viele Survivors hast, auf 5 Sterne zum Beispiel, du hast ganz viele Kriegsmaschinen und du weißt nicht, was du nehmen sollst, eventuell, das muss ich aber noch testen, oder das könnt ihr ja mal testen oder in die Kommentare schreiben, ist es möglich, den Chemiebonus flöten gehen zu lassen, ja, dass ihr den weglässt, dass ihr zum Beispiel Abraham, Beta und Lydia reinnimmt, weil ihr müsst immer gucken, wie der Fähigkeitseffekt hier ist. Ja? Ich würde da ein bisschen variieren. Ich bin der Meinung, es ist möglich, den Chemiebonus fallen zu lassen und sich mit den Kriegsmaschinen ein Team zusammenzubasteln, was einen richtig geilen Buff hat. Ich habe es aber noch nicht getestet. Ich werde es natürlich machen. Und ja, wir müssen mal gucken. Ihr habt jetzt alles so gesehen. Ne? Kriegswerkstatt ist dafür da, um die Kriegswagen, ne, Kriegsmaschinen zu beschwören. Einmal da, einmal hier Free-to-Play-Survivors, einmal hier gratis anfunken, ne, also diese Gratis-Beschwörung. Ihr könnt die Kriegsmaschinen aufwerten, ja, mit Fragmenten, wie bei den Helden. Drückt ihr auf das Plus, wenn ihr welche übrig habt, erhöht ihr das Level und den globalen Buff. Rechts ist die Ausrüstung, die kannst du nicht entfernen, die bleibt drin. Und diese Ausrüstung, die Items, bekommst du durch Events oder, ja, müssen wir mal gucken, was in Zukunft passiert. Also, wenn ihr Fragen habt zu den Kriegsmaschinen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr könnt eine Kriegsmaschine auch zurücksetzen, indem ihr hier oben auf Zurücksetzen tippt. Ja, toll, du brauchst 200 Items und musst dennoch 200 Rubine ausgeben. Das ist ja doppelt Kacke, ja? Okay. Ich sollte mal, also kennt ihr das Video von EA Sports mit der Paywall? Ne? Er macht das Spiel an, möchtest du das Spiel starten? 5 Euro.
ne, möchtest du dir jetzt einen Fußballclub aussuchen? 10 Euro, immer so weiter. Ja, ich glaube, das sollte ich mal für das Spiel machen. Okay, gut. Wie gesagt, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Je mehr Kriegswaffen ihr habt, umso variabler seid ihr. Ja? Und ich hoffe, dass ihr das seht, was ihr möchtet. Levelt das auf, wenn ihr doppelte Teile habt. Egal, ist wie bei den Survivern. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas nicht versteht, schreibt es in die Kommentare. Ja? Oder kommt zu mir auf meinen Discord-Channel. Ich packe den Link in die Beschreibung rein. Wichtig ist, wenn ihr auf meinen Discord kommen möchtet, müsst ihr euch vorher eine Rolle nehmen. Ja? Und mit dieser Rolle könnt ihr in den The Walking Dead Survivors-Bereich reingehen und mir Fragen stellen oder eine Bildschirmübertragung starten oder wir können auch sprechen. Ne? Alles kein Thema. Ich hoffe, ich konnte das ausführlich und verständlich wiedergeben. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg. Macht's gut, bis dann. Euer Soul Eye.